Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 20. Juli 2021. Mehr als 10 Millionen Euro investiert die Landesregierung in die Infrastruktur der Feuerwehren im Land. Von den Fördermitteln aus den Feuerwehrinfrastrukturrichtlinien profitieren 26 Wehren quer durch Brandenburg. Mit diesem Förderprogramm wird die technische Ausstattung der Feuerwehren im Land weiter verbessert. Jeder Cent sei eine Investition in die Sicherheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger, so Innenminister Michael Stübkin. Auch das Amt Ortrand wird von den Förderungen profitieren. Hier wird mit dem Geld der Neubau des Feuerwehrgerätehaus Ortrand finanziert. OSL-Landrat Sigrid Heinzel lädt doch zur OSL-Tour. Auch im Jahr 2021 wird es aus aktueller Sicht erneut eine Tour der OSL geben. Dies teilte nun das Landratsamt mit. Die Fahrradtour für Jedermann unter Leitung von Landrat Sigurd Heinze soll am Samstag, den 28. August stattfinden. Start und Ziel bildet die Stadt Lübbenau im Spreewald. Über 45 Kilometer führt die Strecke die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch und entlang verschiedener attraktiver Ortschaften. Unterwegs sorgen mehrere Stops für Abwechslung und bieten Gelegenheit, sich zu informieren und auszuruhen. So ist ein Halt bei den Pinguinen der Spreewelten GmbH, bei der Milchviehanlage Sassleben und der Slawenburg in Radusch eingeplant. Auch Möglichkeiten zur Mittags- und Getränkeversorgung unterwegs sind gegeben. Die Mittagsrast findet auf dem Marktplatz in Karlau statt. Die Tour richtet sich an Interessierte jeden Alters. Mit durchschnittlichen Netto-Kaltmieten von 5,28 Euro pro Monat und Quadratmeter bleibt Wohnen im Land Brandenburg deutlich günstiger als in Berlin. Der Mittelwert dort liegt bei 6,79 Euro. Im Vergleich zur durchschnittlichen Netto-Kaltmiete für vermietete Bestände in Brandenburg in Höhe von 5,28 Euro wurden im Jahr 2020 von der KWG Senftenberg verschiedenste Wohnungen von 3,50 Euro bis 7 Euro pro Quadratmeter und durchschnittlich 4,76 Euro vermietet. 108 Wohnungen waren mit einer Mietpreis- bzw. Belegungsbindung des Landes Brandenburg aus der Förderung sozialer Wohnungsbau versehen, so die KWG in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße B169 in Prösen, Elbe-Elster zwischen Fraunhainer Weg bis einschließlich zum Knotenpunkt B169 L59 sind bis auf einige Restarbeiten beendet. Seit kurzem laufen die Fräsarbeiten zwischen der Gulftankstelle Prösen und dem Knotenpunkt an der B169 mit der Hauptstraße. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis Ende November 2021. Der Einbau des Regenwasserkanals am Schmiedeweg wird voraussichtlich Ende Juli 2021 fertig sein. Im direkten Anschluss wird die Fahrbahn bis voraussichtlich Ende August diesen Jahres wiederhergestellt. Und nun weitere Meldungen in unseren Kurznachrichten. Die Handwerkskammer Cottbus startet eine Städtetour nach dem Abschluss der Fußball-EM. Einsatz, Technik und Teamgeist, diese Eigenschaften werden im Fußball ebenso benötigt wie im Handwerk, teilt die Kammer mit. Vorgestellt werden Lehrstellen in der Region, die eine Karriere bis zum Meister bieten. Die Ausbildungsberater der HWK Cottbus sind in den Städten Lübben, Spremberg, Finsterwalde und Senftenberg unterwegs. In Senftenberg ist das Handwerkermobil am Mittwoch, dem 28. Juli von 10 bis 16 Uhr auf dem Markt anzutreffen. In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 26 erhöht. Im OSL-Kreis kam weiterhin kein neuer Fall hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz verharrt hier bei 0,8. Die Organisatorin des diesjährigen Frühstückslaufes in Lauchhammer ziehen eine positive Bilanz. Es wurden Spenden gesammelt für die Opfer der Flutkatastrophe. 200 Euro kamen von den Läufern und noch einmal 310 Euro von Menschen, die sich im Nachhinein noch beteiligen wollten, zusammen. Die Summe soll in den nächsten Tagen direkt an die betroffene Region überwiesen werden. Innenminister Michael Stübkin hat kürzlich einen Brandenburger Polizeibeamten in eine internationale Polizeimission verabschiedet. Der Polizist wird die europäische Beobachtermission in Georgien für ein Jahr unterstützen. Eine weitere Polizeibeamtin ist bereits vor Ort. Zwei andere Bedienstete der Brandenburger Polizei sind derzeit bei der Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union EULEX im Kosovo im Einsatz. Derzeit befinden sich 4 Brandenburger Polizeibedienstete auf Auslandsmission. Und hier geht es weiter mit den Polizeimeldungen. Polizei und Ordnungsamt führten am Samstagabend eine Präventivstreife in der Stadt Großrehschen durch. Um 21 Uhr wurde im Bereich des Waldfriedhofs eine mehrere Dutzend große Personengruppe festgestellt, welche eine Musikbox mitführte sowie alkoholische Getränke. Aus der Gruppe heraus vernahmen die Beamten einen Sieg-Heil-Ruf. Daraufhin wurden die Identitäten festgestellt und Platzverweise erteilt. Die Ermittlungen zu der Straftat dauern an. Etwa eine Stunde später wurden einige in der Gruppe im Bereich der Skaterbahn abermals festgestellt. Ein Platzverweis befolgte ein 28-Jähriger nur zögerlich. Erst nach Anordnung der Gewahrsamnahme verließ er unter Beschimpfung und Beleidigung das Gelände.
Das waren die Nachrichten und hier geht es jetzt weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Mittwoch ist es morgens wolkig und die Temperatur liegt bei 12 Grad. Mittags überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur steigt auf 21 Grad. Am Abend sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, bei Temperaturen von 18 bis 21 Grad. Nachts bleibt es bedeckt, bei Tiefstwerten von 16 Grad. Am Donnerstag ist den ganzen Tag überwiegend dicht bewölkt, bei Temperaturen von 16 bis 23 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt, bei Werten von 17 Grad. Am Freitag ist es am Morgen teils wolkig und teils heiter, bei Temperaturen von 17 Grad. Im Laufe des Mittags kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad. Am Abend gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Temperatur liegt bei 17 Grad. In der Nacht bilden sich vereinzelt Wolken und die Temperatur sinkt auf 16 Grad.